Hallo Freunde, man soll es nicht glauben, aber ihr habt es fast geschafft. Ich habe heute den letzten von drei Milchreis-Kokos für euch. Und zwar ist das diesmal der Typ Pistazie. Ja, ich denke, ihr seid immer ganz froh, wenn diese Milchreis-Orgie vorbei ist. Aber wie gesagt, ich liebe Milchreis und wenn die so viele neue Produkte auf den Markt schmeißen, jetzt gerade wo ich auch die Pause gemacht habe oder das hier halt direkt in der dreifachen Variante, da muss ich die auch alle testen. Und ich möchte die aber nicht in ein Video hauen. Ich möchte das schon ein bisschen verteilen. Und deswegen gibt es halt mal eine relativ zügige Folge, nicht direkt hintereinander weg. Aber da gab es halt jetzt einfach mal drei Milchreis-Kokos-Tests. Wie gesagt, heute der Typ Pistazie. Ja, und da haben wir den auch schon. Die gewohnte Verpackung. Nur, dass sieht man natürlich nicht eine Mango oder ein Apfelsaft abgebildet ist, sondern genau mal gerade gar nichts. Das lässt mich schon wieder darauf schließen, dass da keine Pistazien drin sind. Ich gehe davon aus, wenn wir auf die Inhaltsstoffe gucken, wird da wieder nur Aroma stehen. Und sonst nichts. Und da haben wir es auch schon. Deswegen gucken wir doch direkt drauf. Kokosmilchreis und Zubereitung mit Pistaziengeschmack. Vollmilch, Buttermilch, Zucker, Wasser, Reis, getrocknete Kokosnussextrakt, 0,8%. Meiner Meinung nach viel zu wenig, müsste mehr sein. Vollei, Traubenzucker, Karamellzuckersirup, Speisesalz, Verdickungsmittel, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Farbstoff E141, E160A, damit es anscheinend auch grün wird. So, und Aroma. Wie ich gesagt habe, es ist nichts drauf abgebildet, also ist auch nichts wirklich drin. Die Pistazie kommt rein von Aroma. Hat also mit Pistazie relativ wenig zu tun. Ich würde sagen, wir packen den dann auch direkt auf. So, und da kommt uns schon was Grünes hier entgegen. Das sieht ein bisschen aus wie Schimmel, ist natürlich keine. Ist nie so. Und ich versuche wie immer erstmal hier so ein bisschen was von dem Milchreis rauszulöffeln. Schmeckt schon deutlich nach Pistazie. Also sie mischen das auch tatsächlich immer in das Helle rein, nicht nur in die Soße. Noch schmeckt man aber auch ein bisschen der Kokos raus oder den Kokos. Ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen mehr. Ach ja, das sieht gut aus. Von diesem Pistazien-Sirup, whatever, rauszuholen. Ja, schmeckt auch nach Pistazie. Ich finde ja fast, dass der normale Milchreis hier mehr nach Pistazie schmeckt wie diese Farbstoffpampe. Aber gut. Wir vergrillen das Ganze. Und damit es auch schön einheitlich so erbsengrün wird. Ja, vielleicht nicht ganz erbsengrün. So Erbsen mit Kartoffelbrei. So sieht das jetzt ein bisschen aus von der Farbe. Und wir probieren wieder. Und gucken, ob wir jetzt die komplette Pistaziendröhnung kriegen. Nö. Volle Dröhnung nicht, aber schmeckt schon deutlich nach Pistazien. Es schmeckt wieder nicht so sehr nach Kokos. Finde ich tatsächlich ein bisschen enttäuschend, die ganze Serie durch, dass die Dinge wirklich so wenig Kokos drin haben, dass man es nicht schmeckt. Wenn wir jetzt mal ausgehen, dass das 0,8% sind und man schmeckt so gut wie gar nicht. Würde ich sagen, damit das überhaupt schmeckt, müssten da wenigstens 2% oder 1,5 bis 2% irgendwas mit Kokos drin sein, damit es auch nach Kokos schmeckt. Und für mich ist es einfach der Basisgeschmack, der da sein sollte. Aber dafür schmeckt es nach Pistazie. Und das sogar relativ gut. Trotz lächerlichen Aromas und zwei Farbstoffen. Damit wir die Illusion haben, dass wir da tatsächlich was mit Pistazien essen würden. Ich bin ein bisschen froh, dass das nicht ganz so giftig aussieht wie hier. Sieht ein bisschen aus wie Schleimi. Ich kenne das noch in den 80er, 90er Jahren. Schleimi, das war diese Masse, diese Klebemasse. Wahrscheinlich seid ihr alle zu jung dafür und kennt das gar nicht mehr. Ich bin halt ein alter Sack. Ich kenne das noch. So. Wertung. Der Mango hatte von mir 6,5 Punkte gekriegt. Die bekommt auch Pistazie. Also schon im positiven Bereich. Kein Kokos. Enttäuscht mich ein bisschen, sonst wären wir mal locker bei 7,5 Punkte. Bis vielleicht sogar 8, je nachdem, wie viel es wäre.
aber so 6,5, weil einfach diese Kobus-Erwartung immer wieder gedrückt wird bei dieser Serie. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass die da so wenig reinmachen. Ist ein bisschen schade, schmeckt aber insgesamt ganz gut. Wie gesagt, 6,5 Punkte, da ist ein Punkt wenigstens abgezogen als Enttäuschung für das Kokos. Ja, Pistazien kann man ja auch als so kleine Nüsschen knabbern. Oder als Pistazien-Eis, was fällt mir denn noch ein? Nö, eigentlich fällt mir das nur ein Milchreis, Eis und direkt als Nüsschen. Wenn ihr noch andere Verwendungszwecke für Pistazien wisst, schreibt es doch mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Ansonsten habt ihr noch hier die zwei anderen Videos, wie immer, da und da ungefähr, den Abonnieren-Button, liken und nicht liken und wie gesagt, der Kommentarbereich, bevor wie so ein Fluglot sind wir hier, so, hier und da und da und bitte die Eingänge links und rechts benutzen. Ja, und jetzt hört ihr auch vielleicht noch den Regen an die Scheibe tropfen. Ach, schlechtes Wetter, das an Ostern. Ja genau, ich nehme an Ostermontag dieses Video auf, dann wisst ihr auch, wie alt das ist. So. Jetzt verabschiede ich mich alle. Ich habe noch andere Sachen zu tun. Und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüssi.